Hallöchen und herzlich willkommen zu Sonntags mit Lillis. Heute, wie ihr seht, sind wieder drei Themen, ein Bild an der Reihe. Und ja, wie immer mache ich mich schnell ans Ziehen und wir werden sehen, was wir heute zeichnen. Sofa, Kuh, quatschen. Ich habe schon so ein leichtes Bild im Kopf, wie eine Kuh auf dem Sofa liegt und telefoniert. Oder natürlich auch zwei Kühe auf einem Sofa sitzen und sich miteinander unterhalten. Ich glaube, da ist das Spektrum, wie man das umsetzen kann, doch schon sehr groß. Aber ich glaube, ich bleibe beim Sofa und bei einer Kuh und einem Telefon, wie sie vielleicht telefoniert oder mal sehen. Als erstes mache ich mich dran, eine Skizze zu malen und dann kommt das Bild auch direkt in mein Skizzenbuch. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Blatt Papier genommen und zusätzlich habe ich mir auf meinem Monitor, der mir gegenübersteht, ein paar Bilder von Kühen aufgerufen, um einfach so ein bisschen mir ein Bild von der Anatomie zu machen. Ich habe jetzt hier keine direkte Vorlage, wie ich es zeichnen werde. Deswegen lege ich auch direkt los mit der Skizze. Wie ein Sofa aussieht, denke ich, können wir uns alle gut vorstellen. Wenn nicht, nehmt euch ein Bild zur Hand oder ihr nehmt ein Beispiel aus eurer Wohnung oder von wo auch immer ihr das gerne möchtet. Als Kuh könnt ihr gerne ein paar Bilder im Internet aufrufen, so wie ich es jetzt hier auch mache, damit ich ungefähr, wie gesagt, ein Bild mir von Anatomie machen kann. Und ja, ich lege direkt los. So sieht meine fertige Skizze aus. Ich hoffe, man kann erkennen, auf was ich hinaus will. Ich bin auch gerade am Überlegen, wie ich das ausmale. Ich habe zum Anfang diesmal ja auch nicht gesagt, dass ich direkt mit Aquarell male. Ich habe irgendwie Lust, ich weiß nicht. Eigentlich hätte ich Lust, was anderes auszuprobieren. Aber ich würde sagen, ich übertrage die Skizze erstmal in mein Kreativbuch. Skizze ist übertragen und nun muss ich mich entscheiden, mit welchen Mitteln und Medien ich dieses Bild jetzt realisiere. Ich glaube, ich werde mit Aquarell malen, obwohl ich auch eine riesengroße Lust habe, das mit Acrylstiften. Ach, wenn das jetzt live wäre, würde ich natürlich eine Abstimmung mit euch machen. So, wie ihr seht, habe ich hier eine ganze Auswahl an Acrylstiften und ich habe irgendwie gerade Lust, das mit Acrylstiften zu malen und deswegen legen wir da auch direkt los. Ich fange mit dem Sofa an, denn das möchte ich gerne in einem schönen dunklen Ton haben. Acrylstifte immer gut vorher schütteln. Und wenn ihr eure Markierungen oder eure Ränder nicht verlieren wollt und ihr eh noch eine Art Outline setzt, dann könnt ihr da auch eine kleine Lücke lassen, damit ihr eine Abgrenzung habt.
Und diese Lücke muss auch nicht sauber sein, ne? Die kann sehr schmal sein. Das müssen wir jetzt erstmal trocknen lassen, um dann die Outlines zu setzen. Wenn ihr gerne wollt, dass sich das vermischt mit den Farben, dann könnt ihr die Outlines natürlich auch in einem feuchten Zustand setzen. Thank you.
glaube, ich bin fertig. Ich bin ganz zufrieden. Ich bin eigentlich mehr als zufrieden. Ihr wisst, dass ich dass ich an solche Bilder ohne Plan rangehe. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, als ich die Skizze vorbereitet habe, dass es doch so bunt wird. Weil die Blumen und der Hintergrund, die waren jetzt doch recht spontan entschieden. Und ich finde, die Blumen, die lockern das auf jeden Fall so ein bisschen auf. Die bringen so ein bisschen Farbe und so ein bisschen Leben auch ins Bild rein. Also wenn ihr Acrylmarker zu Hause habt, greift zu diesen Stiften. Ich habe jetzt hier gerade zwei verschiedene benutzt. Ich habe Acrylmarker von Molotow benutzt. Die haben eine 2 mm Spitze. Und dann habe ich die neuen Deco Brushes von Karin benutzt und die machen sich super. Also ich bin mehr als begeistert und ihr seht, ich habe hier mit beiden Stiften gearbeitet und es macht einfach unglaublich Spaß. Ich hoffe, dass ich euch mit den drei Themen Sofa, Quatschen, Kuh auch inspirieren kann und vielleicht findet ihr ein schattiges Plätzchen heute zum heißen Sonntag und kommt ein bisschen zur Ruhe. Wenn ihr kreativ werdet mit meinen Ideen und vielleicht als Inspiration sogar die Acrylmarker nutzen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr eure Bilder mit dem Hashtag Sonntags mit Lillys und passend zu den drei Themen ein Bild benutzen würdet. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr findet eine Abkühlung, habt einen schönen Tag und kommt morgen gut in die neue Woche. Habt's fein! Tschüss.